Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich nochmal eine Reihenvorstellung für euch. Das heißt, ich habe eine weitere Reihe beendet. Oh, ich freue mich so, ne? Ich liebe Dilogien, weil zwei Teile und die Reihe ist beendet. Das ist so, so toll, weil man da nicht erst wieder 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bände hier ansammelt, die man lesen muss, bevor man eine Reihe beenden kann, sondern man liest zwei Bücher und diese Reihe ist beendet. Yippie! Und das finde ich so, so gut. Und ja, ihr habt ja die Woche schon eine Reihenvorstellung von mir gekriegt zu Das Lied der Krähen. Und heute gibt es eine Reihenvorstellung zu Das Königreich der Wälder von Erin Summerill. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Bevor wir mit dem Video anfangen, muss ich euch noch was zeigen. Und zwar, ich habe von der lieben Nina, von Ninas Lesezeit, ich verlinke sie euch mal unten in der Infobox, zur Hochzeit was geschenkt bekommen, was sie selber gebastelt hat. Und ich wollte das schon so oft mal in die Kamera halten und mir fiel das jetzt ein und es steht hier im Hintergrund. Und zwar ist das das hier. Das hat die liebe Nina selber gebastelt für meinen Besten und mich. Und schaut euch das mal an. Sie hat das Obsidian-Cover nachgemalt. Für mich als Bücher. Und da mein Freund Flugzeugmodelle sammelt, hat sie für ihn einen Flieger gebastelt. Und ich finde das so süß und so toll, dass sie sich die Mühe gemacht hat. Und man erkennt es auf jeden Fall, das Obsidian-Cover. Ich finde das so cool. Und das ist ja noch nicht alles. Und hier im Inneren, schaut mal, was da drin ist. Das ist so, so cool. Hier, schaut mal. Ich bewundere Leute, die sowas hinkriegen, die so ein Geschick haben, sowas Cooles basteln zu können. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich freue mich immer noch wahnsinnig über dieses Geschenk. Es steht auch in meinem Bücherregal und ja, also ich bin immer noch sprachlos darüber, wie viel Arbeit sie sich auch gemacht hat, das zu basteln. Und es ist einfach so süß und ja, ich wollte euch das schon lange einfach mal zeigen, was die liebe Nina da für mich gebastelt hat. Ich finde es einfach mega. Ich selber würde sowas nie hinkriegen. Ich bin dafür viel zu unbegabt, was so kreative Bastelarbeit betrifft. Aber ja, das ist einfach hammer, hammerhart. Und ja, wie gesagt, gerade hier dieses kleine Obsidian-Cover finde ich so mega süß, dass sie das so gemalt hat und gemacht hat. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, ich wollte es an dieser Stelle einfach nur einmal gezeigt haben, um das auch mal zu würdigen, was für eine Arbeit sich die Nina hier gemacht hat. Und wie gesagt, ich finde es mega, mega cool, weil ich selber kriege sowas nicht auf die Reihe. Aber die liebe Nina ist da echt begabt für sowas. Und danke an dieser Stelle nochmal, liebe Nina, für dieses wundervolle Geschenk. Kommen wir jetzt aber mal zurück zum Königreich der Wälder. Und zwar letztes Jahr kam ja der erste Teil raus, Auf immer gejagt. Und ich muss sagen, dass ich das Cover wirklich richtig, richtig cool finde. Ich finde auch das Cover vom zweiten Teil mega cool. Das passt so richtig schön zusammen. Und im ersten Teil lernen wir ja Tessa kennen. Und Tessa lebt ja in einer für sie schon recht feindlichen Welt. Denn ihr Vater war zwar der Kopfgeldjäger des Königs und damit sehr, sehr angesehen, aber ihre Mutter war eine Verräterin aus dem Nachbarland. Und somit hat sie so eine Stellung quasi durch ihren Vater, dass sie geduldet wird, aber sie wird nicht wirklich akzeptiert. Und sie hat dadurch ein sehr, sehr schwieriges Leben und sie ist halt auch oft sehr, sehr alleine. Und der Einzige, der ihr da immer so zur Seite gestanden hat, ist ihr Freund aus Kindertagen, Cohen. Und in Cohen ist sie auch eigentlich schon immer verliebt gewesen. Cohen ist aber als Nachfolger auserkoren worden von ihrem Vater und er wird gerade zum Kopfgeldjäger ausgebildet und dadurch ist Tessa immer ganz, ganz oft ganz lang alleine. Und eines Tages erreicht sie die Nachricht, dass ihr Vater getötet wurde und der Mörder soll niemand anderes als Cohen sein. Und Tessa wird nun vom König beauftragt, Cohen zu finden und zu stellen und ihn zurück zum König zu bringen. Und ja, Tessa hat eine besondere Gabe und diese Gabe sagt ihr, dass Cohen der Schuldige ist. Sie kann es aber nicht glauben, weil sie weiß, dass Cohen ihrem Vater niemals etwas antun würde, weil er wie ein eigener Vater für ihn gewesen ist. Und ja, darum geht es im ersten Teil. Es geht darum herauszufinden, wer hat den Vater von Tessa getötet, was hat Cohen damit zu tun und was steckt hinter dem Ganzen und warum hat der König sie beauftragt, ihn zu finden. Was die Handlung betrifft, weiß ich noch, dass mir der Verlauf damals sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich mochte, was am Ende alles rausgekommen ist. Ich mochte die Plot-Twists, die in dieser Geschichte mit drin waren. Also es waren sehr, sehr viele offensichtliche Wendungen in dieser Geschichte auch drin, aber es waren halt auch Wendungen drin, die man jetzt nicht unbedingt kommen sieht. Man darf halt nicht vergessen, es ist ein Jugendbuch, das heißt, Jugendbücher sind ja doch von ihrer ganzen Art und Weise immerher ein bisschen einfacher gehalten, damit es halt auch junge Leute und Jugendliche, die jetzt noch nicht so die Lebenserfahrung haben, verstehen können und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und ja, also was die Handlung betrifft, fand ich dieses Buch wirklich ganz, ganz toll und was die Charaktere betrifft, war ich von der ersten Seite an bei Tessa. Also Tessa ist wirklich ein ganz, ganz toughes Mädchen, sie ist ein sehr, sehr starker Charakter und das hat mir sehr gut gefallen. Man merkt aber trotz ihrer Stärke und ihren Willen, merkt man halt trotzdem an, wie verletzlich sie halt auch ist und wie zerbrechlich und wie gefährlich die Welt halt auch für sie ist und das hat mir sehr gut gefallen. Also die Autorin hat da für mich wirklich einen Charakter geschaffen, mit dem ich auf jeden Fall auch mitfühle, mit dem ich mitfiebere, für den ich wirklich nur das Beste hoffe und ja,
Also Tessa als Protagonistin. Und ich finde, Tessa als Protagonistin trägt die Geschichte auch wirklich richtig gut, im ersten wie auch im zweiten Teil. Was die Nebencharaktere betrifft, haben die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand Cohn wirklich gut als Charakter. Ich fand Enid als Charakter wirklich gut. Ich fand die anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch noch mit drin vorkamen, auch wirklich gut. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten. Und ja, also was die Charaktere betrifft, habe ich da auch einfach nichts zu meckern gehabt, wenn ich mich so richtig zurückerinnere. Und was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in einer High-Fantasy-Welt. Also so ein typisches Mittelalter-Setting, wie man es auch schon von anderen Geschichten her kennt. Und ich muss sagen, die Autorin hat mir ein sehr, sehr gutes Bild von der Welt vermittelt. Was mir so ein bisschen in diesem Buch gefehlt hat, ist eine Karte. Ihr wisst, ich bin ein Kartenfreak. Ich liebe es, wenn Karten in Büchern drin sind. Die helfen mir ungemein, so für mich die Maßstäbe zu erfassen und die Größe der Welten und der Länder zu erfassen. Und das hat so ein bisschen in dem Buch für mich gefehlt. Ich finde aber trotzdem, dass die Umschreibungen und Beschreibungen der Orte wirklich gut waren. Man hat diese Reise, die Tessa auch hier auf sich nimmt, um Cohn zu finden, auch wirklich gut verfolgen können, auch ohne Karte. Das war dann halt nur so ein bisschen mehr Denkarbeit für den Kopf. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Wie gesagt, es ist ein typisches High-Fantasy-Setting und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von Aaron Samuel betrifft, ist es ein lockerer, leichter Jugendbuch-Schreibstil. Er ist spannend an den richtigen Stellen. Er ist gefühlvoll an den richtigen Stellen. Er ist dramatisch an den richtigen Stellen. Also ich finde, die Autorin beschreibt hier wirklich auf den Punkt die Szene, die sie gerade beschreiben will. Also wisst ihr, was ich meine? Also wenn es dramatisch werden soll, schreibt sie es auch so. Und ich finde, man konnte da wirklich gut mitfühlen mit dem Ganzen. Man konnte sich da gut hineinversetzen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was den Schreibstil betrifft, habe ich auch nichts zu meckern. Geht locker leicht von der Hand. Man hat dieses Buch wirklich wahnsinnig schnell gelesen. Es ist ein Jugendbuch. Also wir haben auch wieder eine entsprechend relativ große Schrift und dicke Seiten in diesem Buch. Also man liest es wirklich sehr, sehr schnell. Und mehr kann ich zum ersten Teil eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich ihn wirklich großartig fand. Ich finde, auf Immerjag ist eine schöne Jugendteil-Fantasy-Geschichte. Und bei dem Cliffhanger am Ende wollte man auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und ich konnte es nicht erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Und ja, der zweite Teil ist ja dieses Jahr rausgekommen. Und ich habe den zweiten Teil, wie auch den ersten, netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Sollte ich an dieser Stelle irgendwie mal mit erwähnen, habe ich in letzter Zeit irgendwie immer vergessen. Entschuldigung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut über den zweiten Teil und ich konnte es auch kaum erwarten, ihn zu lesen. Und ich war so gespannt, wie es mit Tessa und Cohn weitergeht und was dann jetzt alles noch genau passiert. Was die Handlung betrifft, ist es schwierig, euch da was zu verraten, ohne euch zu viel zu verraten oder beziehungsweise gar zu spoilern. Denn dieses Buch setzt wieder direkt am Ende vom ersten Teil an. Es spielt ein paar Wochen später, aber es knüpft an die Ereignisse halt genau an. Und deswegen finde ich das schwierig, da eine Inhaltsangabe zu machen. Ich kann nur so viel sagen, dass Tessa mit ihrer neuen Gabe, die sie entdeckt hat, erstmal umzugehen lernen muss, dass sich das mit Cohn und ihr anders entwickelt, wie sie sich das Ganze vorgestellt hat. Und dann spielt in diesem Buch ja der König des Landes noch eine ganz, ganz große Rolle. Ich weiß immer nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Aodrin oder Aodrin. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Also ich sag mal der König. Und ja, der spielt in diesem zweiten Teil auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil von der Handlung her wieder gut gefallen hat. Ich finde, die Autorin hat das gut beschrieben, die hat gut wieder Fahrt aufgenommen in die Geschichte. Es war wieder am Anfang so ein bisschen so eine Einleitung in die Geschichte, dass man auch nochmal weiß, okay, was ist am Ende eigentlich genau alles passiert. Und die Geschichte entwickelt sich dann so langsam weiter. Und so auf der Hälfte kommt dann so der riesengroße Knall, wo quasi alles an den Bach runtergeht. Und man weiß, dass die Charaktere sich jetzt irgendwie wieder aus dieser Lage befreien muss. Und man ist dann sehr gespannt, wie die Autorin das am Ende alles auflöst und wie sie das macht. Ich muss sagen, wir hätten hier zum Ende hin so vielleicht 50 Seiten mehr zum großen Finale noch ganz gut gefallen, weil ich finde, es war zum Ende hin, es war jetzt nicht komplett abgehackt, aber es hätten gerne nochmal so vielleicht 20, 30, 40 Seiten mehr sein können. Einfach mehr zu diesem Kampf, mehr zu diesem großen Finale halt am Ende. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, das war mir so ein bisschen zu kurz gehalten, aber dafür war dann wirklich das richtige Ende so, dass alles, was so dann so danach kam, das fand ich wirklich richtig gut gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, mir hat so bei dem großen Final Battle am Ende, hat mir so ein bisschen was gefehlt. Das war aber auch absolut nicht schlimm. Aber dafür hat die Autorin die Geschichte wirklich richtig gut ausklingen lassen. Und das fand ich, hat sie sehr, sehr schön gemacht und auch verständlich gemacht für dich als Leser, dass es halt auch Sinn macht, ne? Es gibt ja so Enden, wo dann auf einmal alles Schlag auf Schlag geht und die Charaktere ändern ihre Meinung auf einmal nochmal um 150 Grad und du denkst dir so,
macht jetzt, irgendwie ist das jetzt gerade unlogisch, warum macht die das? Und hier war es halt nicht so, sondern hier hat die Autorin ihren Charakteren Zeit gegeben, über das Ganze hinwegzukommen und drüber nachzudenken, was will der Charakter jetzt eigentlich, und hat dann wirklich die Geschichte ausklingen lassen, und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand den zweiten Teil auch wieder richtig, richtig gut. Die Handlung hat mir sehr, sehr gut gefallen, was die Charaktere betrifft. Ich war wieder komplett bei Tessa, ich war aber auch bei Cohn, und ich konnte auch den König so gut verstehen. Also ich habe mit diesen drei Hauptcharakteren, die wir hier in diesem Buch haben, aus dessen Sicht wir dieses Buch auch lesen, in diese drei habe ich mich wirklich richtig gut hineinversetzen können. Mit jedem Einzelnen konnte ich wirklich mitfühlen, und ich habe immer gedacht, oh nee, ich verstehe eure Lage, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch die Nebencharaktere hier waren wieder sehr, sehr sympathisch, die sympathisch sein sollten. Und die Bösen waren halt böse. Und ich finde, die Autorin hat es wirklich gut gemacht, die Charaktere in Szene zu setzen. Das hat alles super zusammengepasst. Und ja, also was die Charaktere betrifft, habe ich auch nichts zu meckern. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Zum Setting kann ich auch wieder nur sagen, dass es wie im ersten Teil ein High-Fantasy-Setting ist. Und auch das war von den Beschreibungen, den Umschreibungen her wieder richtig gut. Wir bewegen uns ja wieder in der gleichen Welt. Und auch hier sind unsere Charaktere ein Stück weit auf einer Reise. Und hier habe ich mich aber sofort wieder zurechtgefunden, weil man diese Reise, diese Strecke, die die Charaktere hier zurücklegen, aus dem ersten Teil schon streckenweise kennt. Und dadurch war das für mich alles ein bisschen einfacher, mir das vorzustellen. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte keine Probleme mit den Szenenbeschreibungen, mit Umschreibungen, mit den Orten, wie das dort aussah. Hat für mich alles super gut gepasst. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Genau wie der Schreibstil auch wieder im zweiten Teil. Ich finde, Aaron Samuel hat, wie gesagt, einen lockeren, leichten Schreibstil, passend für Jugendbücher. Er ist nicht kompliziert, man stolpert nicht über irgendwelche Wörter. Es passt einfach zu der Welt. Und ich finde, sie hat die Geschichte auf eine sehr, sehr schöne und sympathische Art erzählt. Man ist mit dem Ende auf jeden Fall als Leser auch zufrieden. Und ich finde, sie hat einen schönen Abschluss gefunden für diese Dilogie. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass mir der zweite Teil wieder genauso gut gefallen hat wie der erste. Und mehr kann ich zu diesen beiden Schätzen hier eigentlich auch nicht sagen, außer dass es wieder eine ganz, ganz tolle Jugend-High-Fantasy-Reihe ist. So ein bisschen wieder für Mädchen, weil die Liebesgeschichte spielt ja schon eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesen Büchern. Und ja, fällt unter die Kategorie Mädchen-High-Fantasy für mich auf jeden Fall. Und wer gerne solche Geschichten liest, sollte sich die Königreich der Wälder-Reihe auf jeden Fall angucken. Ich kann sie euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Aber bitte nicht spoilern, ihr wisst Bescheid. Das wäre den Leuten gegenüber unfair, die die Geschichte noch nicht kennen. Und ansonsten schreibt eine Spoilerwarnung rein. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und vielen Dank nochmal an dieser Stelle an den Verlag für die Bücher. Ich habe mich wirklich riesig drüber gefreut, und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!